Als der Zirkus kam, änderte sich alles. Über Nacht verwandeln sich kleine Städte in ausgelassene Metropolen. Müde Bauern und ihre Frauen erstrahlen in neuem Glanz. Das Leben verwandelt sich von einer Reihe von langweiligen Szenen in die größte Show der Welt. George, Paul, Peter und Ray kamen am 29. April 1906, um sich das Spektakel anzusehen. Sie legten ihre Wochenlöhne zusammen, 4 Vierteldollar. Mit einem Dollar hätten sie sich Brot für die nächsten 4 Monate kaufen können. Doch unsere Helden hatten Lust auf den Zirkus. Und zwar von Ri La Certa, einem italienischen Händler, der zum amerikanischen Schauspieler wurde. Er war kein Barnum oder Bailey. Er hatte sich nie über den ländlichen mittleren Westen hinausgewagt. Doch die rot-goldenen Zelte, die in der Mittagssonne leuchteten, übertrafen die seiner Konkurrenten. »Da drüben«, sagte George und zeigte auf mich, »die Kassenschlange.« Zunächst warteten die beiden Arbeiter, der Sohn des Predigers und die Wäscherin, demütig darauf, dass sie am Ende an der Reihe kamen. Doch George drängte sich bald in die Mitte. Die Leute protestierten, aber ein Blick auf sein kantiges Kinn und seine wulstigen Unterarme ließ sie verstummen. Hall runzelte die Stirn, so dünn und drahtig, wie sein Idol stämmig war. »Das hättest du nicht tun müssen. Du willst einen guten Platz, oder?« sagte Peter. »Durchschnittliche Statur, durchschnittliche Fähigkeiten.« »Genau!« Ray sagte nicht viel. Ein kleines, unscheinbares Mädchen hatte das auch nicht nötig. »Kommt schon!« George sah sich um. Dann schob und drängte er sie nach vorne. Am Ende der Schlange war die Luft zum Atmen gut. Oben, in der Nähe des Kassenwarts, zwang der gemischte Gestank von Mist, Stroh, Schweiß, tierischen und menschlichen Futter einige Leute dazu, sich Taschentücher vor den Mund und die Nase zu halten, sodass sie kaum noch atmen konnten. Das tat auch Hall, aber nicht die anderen. Sie waren an die harte Arbeit und ihre Gerüche gewöhnt. »Der Zirkus, der Zirkus, der Zirkus kommt in die Stadt! Kommt zum großen Karneval von Ri La Certa!« Der Sprecher, Joe, war schon seit 30 Jahren dabei. Seine Stimme ertönte lauter als die Rufe und das Geschnatter der Aussteller. Er war einst einer von ihnen gewesen. Ebenso leichtgläubig wie gewöhnlich. Aber sein Mentor hatte ihn mit einem Wissen gesegnet, das ihn zum König machte. »Zeichen und Wunder, Wunder und Freaks, so etwas habt ihr noch nie gesehen, also tretet ruhig vor!« Er sprach die Wahrheit. Die Stadtbewohner hatten so etwas noch nicht gesehen. Löwen, Tiger, bärtige Damen, zweiköpfige Männer, Exemplare in Gläsern, aufgereiht in Regalen, wie im Supermarkt. Akrobaten, Clowns und, wie immer, der Zirkusdirektor. Alles nur Schall und Rauch für zahlendes Publikum. Aber dieses Publikum war noch nie in einem Zirkus gewesen. »Bleibt zusammen«, rief George, als die Gruppe innerhalb der Begrenzung war. »Nehmt euch an den Arm!« Sie bildeten eine Kette, aber zwei Glieder lösten sich gleich wieder. Ray besuchte den Stand der Wahrsagerin. Peter warf einen Blick in das Peepshow-Zelt. Hall folgte dem Anführer, bis er in einen frischen Misthaufen trat. »Schwefel und Feuer! Ha! Was würde dein Vater dazu sagen? Dass ich mein bestes Paar Stiefel ruiniert habe? Dann würde er mich um Vergebung betteln lassen.« George grinste und lehnte sich gegen einen Wegweiser. Warum Zeit verschwenden, wenn sie zum Zirkuszelt gehen konnten? Die Nachmittagsvorstellung sollte gleich beginnen. Er wies Hall den Weg zu einem Strohhaufen, wo der arme Junge noch mehr Unrat vorfand. »Verflucht, verflixt nochmal, unheilige Verkommenheit!« 2 Kirchenbesucher kamen vorbei und sahen finster drein, als der Sohn des Pfarrers seine Schwüre ablegte. Peter und Ray holten George und Hall ein
und rümpften plötzlich die Nase. »Bist du ein Prediger oder ein Landarbeiter, Hall?« scherzte Peter. »Psst!« Hall hätte noch Schlimmeres gesagt. Aber er hatte schon genug Ärger mit Gott. George schmunzelte und wandte sich an Ray. »Was hat die Wahrsagerin gesagt?« »Nichts.« »Du kannst es uns sagen.« Dann strahlte sie. »Dass ich bald das hübscheste Mädchen der Welt sein werde. Eine Braut an ihrem Hochzeitstag.« Peter wartete darauf, dass sie noch breiter grinste. Dann fügte er Folgendes hinzu. »Träum weiter. Du bist so schlicht wie ein Blecheimer. Jeder Mann würde lieber eine von denen heiraten.« Ray wurde so scharlachrot wie ihre Hände nach einer Ladung Wäsche. Sie biss sich auf die Lippen. Hall wischte seine Stiefel so gut es ging mit dem Stroh ab. Dann bemerkte er sie. »Was ist los?« »Sie versteht keinen Spaß, das ist los. Weißt du, was ich gesehen habe?« »Ich glaube, wir können es erraten, St. Peter.« Peter erzählte es ihm im Detail. Rays Gesicht wurde noch röter. »Nun, Jungs, seid ihr bereit?« Da drin ist ein großes, vollbusiges Mädchen, das sich selbst Tender nennt. Nee, irgendwie sowas in der Art, Mist, ich hab's vergessen. Sie lässt uns gucken und sogar anfassen. Für ein bisschen mehr Geld hält sie uns auch. Was? Wag es nicht daran zu denken, das ist pure Verdammnis. Halt die Klappe, Hall. George überlegte, dann schüttelte er den Kopf. Hier lang. Showtime! Na klar. Warum sollte man in den Zirkus gehen, nur um die Hauptattraktion zu verpassen? Sie eilten in Richtung des großen Zeltes, dessen Mittelmast fast 20 Meter in die Höhe ragte. Im Vergleich dazu war die höchste Brücke der Stadt 9 Meter hoch und führte über einen schlammigen Fluss. Die Freunde drängelten sich durch jeden und alles hindurch, lachend, jubelnd, verrückt vor Freude. »Kommt, kommt alle!« rief Sprecher Joe. »Ein Ring, 4 Akte, unzählige Wunder!« »Wunder?« Das hat er gesagt und immer wieder gesagt. Doch wer hat sie hier bezeugt? Männer, Frauen und Kinder strömten in das große Zelt. Sie stürmten auf die Tribüne und kletterten in die Bretter hinauf und kämpften um die besten Plätze. Füße und Finger wurden gezerrt, Hüte zerdrückt, Rüschen zerzaust. Und der Stolz verletzt. Als das Chaos wieder in Ordnung war, tauchten Konzessionäre auf und verkauften ihre Waren. Erdnüsse, Popcorn, Hotdogs und Hühnerbeine. Bier und Limonade, Erdnüsse, Popcorn. Es war alles umsonst. Wie konnte es sich dieser Zirkus leisten, so großzügig zu sein? Keiner wusste es. Es interessierte niemanden. Alles, was zählte, war die Show. Und die musste weitergehen. Eine Baritonstimme hallte von den Zirkuswänden wider. Meine Damen und Herren, Jungen und Mädchen, ich präsentiere die Wunder der Welt. Jeder hörte es kristallklar. Aber woher kam es? Niemand hat ein Megafon benutzt. Es gab auch keine dieser neumodischen Lautsprecherboxen. Und was am rätselhaftesten war? Joe war nirgends zu sehen und die Hauptmanege war leer. Zunächst präsentieren wir exotische Kreaturen aus allen 4 Teilen der Welt und darüber hinaus. Der Ruf eines Elefanten ließ die Hände der Zuschauer über den Ohren zusammenschlagen. Als sie ihn sahen, wollten sie auch ihre Augen verbergen. Dies war kein gewöhnlicher Dickhäuter. Seine Ohren waren doppelt so groß wie sein Gesicht und von Rissen durchzogen, die mit getrocknetem Blut gefüllt waren. Auch das Weiße in seinen Augen war rot umrandet. Das Tier schüttelte den Kopf hin und her und schwang seine Stoßzähne weit aus. Aber es verschlang den Dompteur nicht, der es an einer dicken Seilleine führte. Seine Stoßzähne waren wie ein Hirschgeweih, das an 10 Elfenbeinen Spitzen abzweigte. Man hätte denken können, der Dompteur würde in Stücke gerissen werden, aber der Mann war klug genug, einen großen Bogen um sie zu machen.
Und dann der schreckliche Rüssel. Wie ist der? Fragte George. Wie atmet er? Fragte Ronny. Wenn mein Rüssel so wäre, würde ich mich umbringen, sagte Peter. In der Tat, der Rüssel der Kreatur war wie eine Sprungfeder aufgerollt. Er stieß einen weiteren gequälten Schrei aus und der Trainer zog kräftig an der Leine. Halt! Mahnte die körperlose Stimme. Vorsicht! Stampy ist hier, um uns zu unterhalten! Das Tier ging noch ein paar Schritte weiter, sodass alle seine Klauen zu sehen waren. Das ist kein Elefant. Das ist ein Ungeheuer aus den Eingeweiden der Hölle. Der Trainer führte ihn in die Mitte der Manege, öffnete eine Tasche und hob die Hand. Steh auf, Junge! Stampy bäumte sich auf seine Hinterbeine auf, so wie es Pferde tun, und sein aufgerollter Rüssel zeigte in den Himmel. Gut, dreh dich! Er drehte sich in eine Richtung, dann in die andere. Der Trainer griff in die Tasche und holte einen gelben Ball raus. Mit einem schnellen Wurf landete er auf Stampys Rüssel. Balanciere! Das war viel schwieriger, als es gewesen wäre, wenn er einen normalen Rüssel gehabt hätte. Aber er hielt durch und die Leute jubelten ihm zu. Dreh dich, balanciere, so ist es gut, jetzt andersrum, dreh dich! Alle waren so abgelenkt, dass sie kaum aufpassten, als der Dompteur einen weiteren Gegenstand aus seiner Tasche holte. Groß, faltig, bemerkenswert lebensecht. Kopf! Das brachte die Leute dazu, ihn anzustarren. Er legte ihnen den Dreck unter den Füßen des Elefanten ab. Eins, zwei, drei! Eine Explosion aus Blut, gemischt mit buntem Konfetti, spritzte auf den Trainer. Es regnete auf den Mann herab und verschmolz nahtlos mit seinem Anzug. Die Zuschauer würgten und verschluckten sich an dem, was sie gerade gegessen hatten. Haha! Rief Stampys Betreuer und hob die Hände. Eine Puppe! Gummigesicht! Pferdehaare und das Blut und die Knochen und das Gehirn eines Rindes! Ich hab euch ganz schön reingelegt, was? Fassungsloses Schweigen. Natürlich habe ich das! Na, Junge? Gut gemacht. Willst du ein paar Erdnüsse? Der Trainer stieg von der Tribüne ab, nahm seine Tasche und ging einen weiteren Meter zurück. Das Tier entfaltete seinen Rüssel Rolle für Rolle und saugte das Angebot aus seiner Hand. Die Leute sprangen auf, jubelten im Stehen, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollten. Sie ignorierten ihr Entsetzen und die Sauerei, obwohl sie unübersehbar war. Als die Manege weiter brüllte, warf der Elefant seinen Kopf herum, schlug erneut mit den Ohren. Der Betreuer nahm seine Leine, zerrte vorsichtig daran und führte Stampy weg. War das nicht toll? Sagte die körperlose Stimme von irgendwo. Schrecklich trifft es eher, brummte Ray. Peter, der neben ihr saß, stieß ihr mit dem Ellenbogen in die Rippe. Der Kopf war nicht echt. Ich hab mir in den Mund gekotzt. Sie starrte ihn an und stellte den Rest ihres Popcorns zur Seite. Armer Stampy, meinte George. Ich würde eine Schrotflinte nehmen und ihn von seinem Elend befreien. Als nächstes kam eine Tigerin namens Gita mit umgekehrten Streifen, die alle zum Oh und Ah veranlassten. Die Katze war so schön, dass ihr Talent plump erschien, rohe Steaks zu fangen. Eine Betreuerin warf sie wie fliegende Scheiben und die Katze nahm sie in ihr Maul. Das marmorierte Fleisch verschwand zwischen den Kiefern und knirschte und knackte dabei. Noch mehr zu essen,
Hall schluckte schwer. Ich glaube, mir wird schlecht. Dir auch? Peter schnaubte und genoss das heiße Fleisch einer Hühnerkeule zwischen seinen Zähnen. Die Trainerin drehte sich um und hob eine Hand, um Ruhe zu signalisieren. Dann zog sie ihre Anzugjacke aus. Darunter befand sich eine Haut wie aus Alabaster, glatt wie die der Venus, die über und über mit Fett glänzte. Peters Augen weiteten sich. Er schlug die Beine übereinander wie eine Dame, obwohl er keine war. Ray verbarg ihre Augen hinter ihrer Handfläche. Das war obszön und absurd. Noch absurder war, was die Frau als nächstes sagte, als sie sich hinkniete. Die Hälfte, Mädchen, die Hälfte. Gita trat mit ihren weichen Pfotenballen heran, ließ sich herab und klappte ihren Kiefer aus. Das konnten nur Schlangen. Das dachten alle, bis sie sahen, wie Gita sich nach vorne beugte, den Kopf, die Arme und den Oberkörper ihres Trainers verschluckte. Mit einer mütterlichen Bewegung, wie eine Hauskatze, die ein Kätzchen trägt, hob Gita sie auf und brachte sie hinüber zum Publikum. Die Beine der Trainerin bewegten sich kein bisschen, als die Tigerin auf der Tribüne auf- und abkletterte, damit alle sie sehen konnten. Als sie mit ihrer Vorführung fertig war, kehrte sie zu der Mitte der Manege zurück, löste ihren Kiefer wieder und würgte das Mädchen aus. Durchnässt von Schweiß, Speichel und Fett, wischte sie sich mit einem Handtuch ab, das ihr ein Assistent zuwarf, und zog ihre Anzugjacke wieder an. Mehr Stille. Gita brüllte. Die erschrockene Menge tat es ihr gleich. Hey, ich kann es nicht glauben, sagte Ray und zitterte am ganzen Körper. Warum hat der Tiger sie nicht gefressen? George zuckte mit den Schultern. Das würde ich auch nicht, wenn ich gerade mit Steaks vollgestopft worden wäre. Er biss in einen mit Senf beschmierten Hotdog und nahm dann einen Schluck Bier aus dem Pappbecher. Als Gita und ihre Gefährtin gingen, setzten die Verkäufer ihren Betrieb fort. Brezeln, Pralinen, Zuckerwatte, Eiscreme, Lakritzstangen, 5 für 1 Penny! Eine weitere Kreatur stand auf dem Programm. Ein jaulender Hund namens Serby. Wie Stampy hasste er Menschenmassen und den Lärm, den sie machten. Anders als der deformierte Elefant war er weder groß noch stark. Er war einfach nur nervig, aber er machte Hall Angst. Serby? Das ist Cerberus, der Höllenhund des Hades. Wir sollten von hier verschwinden. Und den Rest verpassen? Fragte Peter. Nee, ich bin schon auf meine Kosten gekommen und ich kriege das, was der Vierteldollar wert war. Verflucht seist du. Das war nicht sehr christlich, aber Hall hatte die Nase voll. George? Ein dreiköpfiger Hund. Den werde ich auf keinen Fall verpassen. Ray? Ein Teil von ihr wollte mit Hall gehen. Ein größerer Teil stimmte mit Peter überein. Sie schufteten nicht die ganze Woche in einem Waschsalon, um am Wochenende dasselbe zu tun. Ihre kranke Mutter und ihre jüngere Schwester brauchten sie, aber deren Ansprüche waren endlos. Außerdem, wo sonst konnten sie kostenlos essen, trinken und gute Unterhaltung bekommen? Das hier war nicht Chicago, 2 Stunden und eine Welt entfernt. Das war das Zentrum von Illinois. Heimat, bittere Heimat. Ich bleib hier. Der Kopf war vielleicht aber ich will die Freaks sehen. Du machst Witze. Irgendwas stimmt mit diesem Zirkus nicht. Du darfst raten, was es ist. Peter seufzte. Hall, ich sag es dir nur ungern, aber Gott ist nicht real. Das bedeutet, dass der Teufel es auch nicht ist. Der Zirkus versucht uns neben Spaß auch noch einen gehörigen Schrecken einzujagen. Der Elefant? Eine Laune der Natur, aber natürlich. Das gilt auch für den Tiger und den Hund. Ich habe schon Geschichten über Tiere mit mehr als einem Kopf gehört, aber dieser aufgerollte Rüssel war ein Anblick. Stampy hat auch niemanden den Schädel eingeschlagen. Entspann dich und amüsiere dich.
Man hätte Harold Cole genauso gut sagen können, dass er sich Flügel wachsen lassen soll. Aber er würde seine Freunde nicht dieser unheimlichen Show überlassen. Er würde sie überzeugen, gleich danach zu gehen. Serby beherrschte alle üblichen Hundekunststückchen mit einigen Abwandlungen. Er konnte 9 Tennisbälle auf einmal apportieren, 3 in jedem Maul. Auf das Kommando Jongliere spuckte er sie aus und fing sie im Rhythmus, während er auf seinen Hinterbeinen wippte. Aus seiner versteckten Kalliope ertönte Musik, die ihn zum Wimmern brachte, aber er verfehlte keinen einzigen Ball. »Okay, endlich eine anständige Nummer«, sagte Ray. »Stell dich tot«, sagte Serbys Hundeführer. Der Hund tat es und ließ seine 3 Zungen baumeln. »Stell dich lebendig!« Serby stand wieder aus. Zunächst machte er den Trainer selbst nach und bellte Befehle. Dann wandte er sich an die Gäste und ahmte ihre erstaunten Schreie nach. Wenn sie lachten, lachte er auch. Wenn sie nach Luft schnappten, blickten sich seine Köpfe im stillen Alarm an. Als sich 3 Leute um ihren Anteil an den Erfrischungen stritten, diskutierte Serby mit sich selbst, wobei sein schrilles Jaulen und Kläffen den anderen entsprach. Sie standen auf. »Fahr zur Hölle, du räudiger Köter!« brüllte einer von ihnen. Serby knurrte lang und tief. Jeder seiner Köpfe wuchs um das 10-fache seiner Größe auf jeden seiner Hälse, die sich auf die Länge einer Giraffe verlängerten. Mit gefletschten Zähnen starrten sie die 3 Zwischenrufer hart an. Keiner wagte es, sich zu bewegen oder zu atmen. Sogar die Zeit stand still. »Ruhig, Junge«, sagte der verschwitzte Hundedonkteur und zog an Serbys Leine. »Runter!« Seine Hälse zogen sich zurück. Seine Köpfe schrumpften. Als er wieder normal war, jubelten alle. »Menschenskind«, murmelte Hall. Sein Gesicht hatte dieselbe Farbe wie Tapetenkleister. »Verdammt!« George schluckte das letzte Bier hinunter und holte sich beim vorbeigehenden Essensverkäufer ein neues. »Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber das war ein guter Trick!« Peter schmollte. Er hätte gerne gesehen, wie einer dieser riesigen Köpfe einen anderen den Kopf abbeißt. Serby und sein Betreuer verließen die Manege, wobei sich Serby mit einem Taschentuch über die Stirn wischte. Ray schob sich näher an Hall heran. Vielleicht waren einige seiner Lügengeschichten wahr. Der schallende Bariton kündigte den nächsten Teil der Show an. »Fabelhafte Freaks!« Als erstes eine Schlangenfrau namens Bandy Wendy. Jedes ihrer großen Gelenke war doppelt vorhanden. Sie krümmte sich 2-mal und machte einen Krabbengang durch die Manege. Vorwärts und rückwärts. Dann rollte sie sich auf den Bauch, hob ihre Beine hoch, streckte sie und legte ihre Füße auf der gegenüberliegenden Seite ihres Kopfes ab. Ray stopfte sich die Faust in den Mund. »Oh Gott!« Wendy streckte ihre Beine weiter aus, sodass sie wie Arme aussahen. Aber ihre tatsächlichen Arme waren ganz nach hinten gebeugt, als wären es Beine. Ihre zu Krallen gekrümmten Hände umklammerten den Schmutz. Dann griff sie nach vorne und zog ihre Füße zu sich heran, sodass ihr Gesicht zwischen ihnen hervorlugte. »Hallo«, sagte sie. Keiner sagte etwas. Keiner konnte das. Hühnerfetzen fielen aus Peters Mund. Sie machte eine Vierteldrehung, indem sie ihre Füße mit den Händen spazieren führte, während sie ihren Körper in die richtige Position drehte. Dann drückte sie sich hoch, schlug die Beine über dem Kopf und stand auf. Tosender Beifall. Zum Schluss drehte sie ihren Kopf um 180 Grad. Schreie, zumindest von Ray. Hall hielt sie fest und richtete sich auf. Das war's, wir gehen nach Hause. Nein! Ray konnte es selbst nicht glauben. Ich werde mich beruhigen, ich schwöre es! Wendy drehte ihren Kopf herum. Tut mir leid. Ich will euch nicht erschrecken, sondern aufklären. Keine Antwort. George
hörte einen Rinnsal von Urin hinter sich. Er rutschte rüber. Wollt ihr Mr. President sehen? Er wird euch ein paar gute Lacher bescheren. Rufe der Zustimmung. Peter warf seinen Hühnerknochen zur Seite. Hall und Ray setzten sich wieder hin. Anstelle eines Theodore Roosevelt-Imitators war Mr. President eine Karikatur von drei Staatsoberhäuptern mit seinem über 2 Meter großen Ofenrohrhut und dem falschen Bart ähnelte er Lincoln, trug aber noch eine gepuderte Perücke wie Washington. In seinen Händen trug er eine lange Schriftrolle mit der Aufschrift Unabhängigkeitserklärung und einen großen Federkiel. Als er zur Hauptmanege marschierte, spielte er ein unsichtbares Band. Hail of the Chief. Moment mal, sagte George. Wo ist sein Gesicht? Sein Bart ist an seinem Mantel befestigt. Er hatte recht. Unter dem Ofenrohrhut war schwarzer Stoff. Der Bart und sonst nichts. Mr. President drehte sich um. Ein Zwergengesicht kam zum Vorschein, wo sonst sein Hintern ist. Das Publikum johlte. Mr. President grinste. Guten Tag, Bürgerinnen und Bürger dieser großartigen und schrecklichen, ich meine großartigen Republik. Ich bin euer Oberbefehlshaber, euer Staatschef, euer Gründervater. Ich bin hier, um euch zu sagen, wie witzlos, wunderbar ich bin. Ihr werdet mir zuhören, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Wenn nicht, könnt ihr euch ja noch etwas Zuckerwatte holen. Fragt ihr euch, wie ich ins Weiße Haus gekommen bin? Durch die Vordertür! Leichtes Glucksen. Im Ernst, Leute, es ist nicht leicht, Präsident zu sein. Es gibt Idioten, die wollen, dass du dies und das und jenes tust, obwohl ihnen keine der Optionen gefällt. Gut, dass ich mein eigener Narr bin. Ich schreibe auch meine eigenen Reden. Er rezitierte 10 schmutzige Limericks, einen nach dem anderen, und nahm dann ein Megafon in die Hand. Wollt ihr ein Geheimnis hören? Das Publikum johlte im Chor zusammen ja. Der Zwerg hob sein Instrument. Roosevelt ist ein Schlitzauge. Aber wisst ihr, was ich bin? Die Frage, was denn, hallte durch das Zelt. Das obere Ende von Mr. President öffnete sich und gab den Blick auf den großen, behaarten Hintern eines anderen Zwerges frei. Ray verbarg ihre Augen wieder, als er alle anstarrte. Sie gafften und jaulten dann. Eine Schande, sagte sie zu George, Hall und Peter. Es sind Kinder hier. Stimmt, aber die lieben Kinderlein um sie herum versteckten ihre Augen überhaupt nicht. Gute Nachrichten, rief Mr. President. Wir werden die Wahl vorzeitig abhalten. Wählt für mich! Sagt mir eure Namen. Wählt für mich! Nummer 6 und holt euch Amerika zurück! Sagt mir eure Namen! Das taten mehrere Leute. Der Zwerg am Boden schrieb sie auf einer langen Schriftrolle auf. Fallt nicht darauf rein, sagte Hall. Diese Unabhängigkeitserklärung? 5 Mäuse, dass die echt ist! Schade, dass du nie $5 haben wirst, sagte Peter. Nicht mit dem Lohn deines Gotteshändlers. Komm nicht auf den Gedanken, meinen zukünftigen Beruf zu verunglimpfen. Schöne Worte. Ich brauche einen vollen Bauch, rief Peter seinen Namen. Und dann nach mehr Snacks. Hall schüttelte den Kopf. Er war schon immer ein hoffnungsloser Fall. Gute Arbeit, Pete, sagte George. Er wird dem Teddybären ganz schön zu schaffen machen. Glaubst du das? Peter schlug mit George die Fäuste zusammen, was Hall von Neid erblassen ließ. Weißt du was? Zwerge mögen als Zirkusfreaks gelten, aber die beiden waren wirklich Clowns. So wie du. Peter schlug Hall fest auf die Schulter. Der größere, dünne Junge zuckte nicht zurück. Du hast recht, sagte Ray. Wer ist der Nächste? Vielleicht ein paar siamesische Zwillinge? Die Eingänge zum Zirkuszelt klappten zu, obwohl es keinen wirklichen Windhauch gab. Was zum Teufel?
fragte George. Die Fackeln, die das Zelt beleuchteten, verloschen. Alles wurde dunkel und still. Seht die unglaubliche Kraft des Blitzes, der vom Himmel gezogen und direkt in die menschliche Gestalt gelenkt wird. Seht die Verwandlung einer armen, erdgebundenen Seele in eine transdimensionale Gottheit. Ich besinge den Körper elektrisch, oder besser gesagt, Elektra. Als die Stimme des Zirkusdirektors verklang, offenbarten sich zwei blau-weiße Augen. Eine Nase, ein Mund, eine Reihe von Zähnen. Dann leuchtende Glyphen auf einem nackten Körper. Wie Bendy Wendy wusste auch dieses Mädchen, wie man sich verrenkt, wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Während sie sich in der Mitte der Manege drehte, wirbelte und schlängelte, starrte Elektra gebannt auf die Manege. Ihr unheimliches Lächeln wich nicht von ihrem Gesicht. »Das ist nur Farbe«, murmelte Hall in Ronnys Ohr. »Farbe, die irgendwie im Dunkeln leuchtet. Sie steht ja nicht unter Strom, sonst wäre sie ja schon tot. Achte nicht auf die.« Ronny schenkt ihr so viel Aufmerksamkeit, wie ihr Herz begehrte. Oh, wie schön, eine Göttin zu sein. Als die Musik endete, verbeugte sich Elektra und löste sich dann in einem vergabelten Blitz auf. Eine Entladung sozusagen. Die Großzeltfackeln wurden wieder entzündet. Elektra war verschwunden. Alle anderen blieben zurück. 10 Sekunden lang saßen sie wie im Staunen da. Dann erhoben sie sich von der Tribüne. Sprecher Joe stürmte mit schrillem Megafon vor. »Beruhigen Sie sich, meine Damen und Herren! Ein Trick des Lichts! Täuschung! Nichts weiter! Die Clowns sind die Nächsten!« Das hat unsere 4 Protagonisten nicht davon abgehalten, zusammen mit den meisten Zuschauern aus dem Zelt zu rennen. Sie hatten genug gesehen. Besonders Hall. »Der Zirkus des Teufels! Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe!« Er beugte sich vor und spuckte auf den Boden. »Nenn es, wie du willst«, sagte Peter. »Mir hat's gefallen. Besonders Mr. President.« »Ja, der war witzig. Aber ich gehe erst, wenn ich dieses eine Mädchen in die Finger kriege.« »Von der Piepshow?« »Nein, das wirst du nicht. Du wirst nach Hause gehen und dich ausschlafen.« »Damit ich aufwache und Kisten schleppen kann? Tag für Tag, Jahr für Jahr, bis ich erschöpft bin?« »Nee. Ich werde das Heu machen, solange die Sonne scheint. Und sogar nach Einbruch der Dunkelheit. Ich werde mich dieser Truppe anschließen.« »Du machst Witze.« Als George den Kopf schüttelte, rief Hall: »Du wirst deine Seele verlieren.« »Du magst deine haben, aber ich hab keine. Ich bestehe aus Muskeln, Blut, Knochen und Dreck und Mumm.« »Ray?« Die Wäscherin schaute in den Himmel, der Blick starr in die Ferne jenseits der Erde. »Geht es dir gut?« »Ich möchte dort sein, wo sie ist«, sagte Ray. Ihre Stimme war flach und leer wie der Himmel. »Das wirst du nicht. Du wirst im See des endlosen Feuers landen, wenn du dich diesem Gefolge anschließt.« Ray sah Hall mit leerer Miene an. Die Augen waren weiß vernarbt. Sie war erblindet. »Ray!« »Ich kann nicht sehen. Ich will alles sehen. Ich kann nicht hören. Ich will alles hören.« George und Peter sahen und hörten sie nicht. Sie hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. »Verdammt sollen sie sein!« murmelte Hall. »Verflucht seien die beide. Sie haben es verdient.« Er griff die Hand seiner liebsten Freundin und sprintete in Richtung des Fahrkartenschalters, in Richtung Freiheit und Sicherheit. Auf dem Weg nach Hause. Er würde sie bitten, seine Frau zu werden, blind oder nicht. »Möchten Sie eine Rückerstattung?« fragte der Schalterbeamte, der Zirkusdirektor. »Derselbe.« »Die gibt's bei euch nicht«, spuckte Hall. Dann merkte er, dass er sich nicht bewegen konnte. »Denk an deine Grammatik und deine Manieren. Ich bin Ri Lacerta, der Chef des Zirkus. Du bist Hall Amos Cole, Sohn des Baptistenpfarrers
und zukünftiger Ehemann von Miss Levis. Das heißt, wenn ihr beide mit meiner Bedingung einverstanden seid. Wenn nicht, darfst du gehen. Aber deine Freunde werden mit zusätzlichen Lasten an meinen Dienst gebunden sein. Keine Macht für Peter, keine Tenet für George, kein Komfort für denjenigen, den du heiraten willst, ob jetzt oder im Jenseits. Du denkst du? Du Unhold, wer ist Tenet? Die großbrüstige Hure aus der Peepshow? Lacerta nickte. Vergiss George, lass sein Bett eiskalt sein. Und Peter, den konnte ich noch nie leiden. Lass mich gehen im Namen von Jesus Christus, der dich erzittern lässt. Lacerta zitterte nicht. Ich sagte, lass mich gehen im Namen von Jesus! Dir fehlt es am Glauben. Nicht einmal ein Zehntel des Glaubens deines Vaters. Wenn er hier wäre, würde er dich dorthin schicken, woher du gekommen bist. Nein, leider nicht. So funktioniert das nicht. Ich muss der Abmachung zustimmen. Und du auch. Was kann ein Mann im Tausch für seine Seele geben? Du kannst weder ihre noch meine haben. Sag es mir, sagte Ray. Sag mir deine Bedingungen. Ich brauche eine neue Elektra, sagte Lacerta. Die Mädchen, die ich auswähle, halten nicht lange durch. Aber wenn du willst, kannst du für immer bleiben, wenn du mir treu dienst. Du wirst die Sterne und die Räume zwischen den Sternen besuchen. Du wirst die Ewigkeit erblicken. Du wirst wahrhaftig eine Göttin sein. Warte, sie kann dich hören, aber sonst niemanden? Warum? Rief Hall. So ignorant, so ungehobelt. Ich spreche von Kopf zu Kopf, nicht von Mund zu Ohr. Ja, zischte Ray. Elektrifiziere mich. Das Wort lag wie Sirup auf der Zunge. Nein! Hall ballte seine Hände zu Fäusten und grub seine Nägel in seine Handflächen. Gehen wir! Mit Ray in meiner Gewalt? Du liebst weder sie noch sonst jemanden so sehr, wie du denkst. Okay, gut. Ich werde dich anhören, aber mehr nicht! Er hörte ihn an. Er nahm sich Zeit und ihre Hand. Er unterschrieb auf der gepunkteten Linie. Halls Landzirkus war das großartigste Spektakel, das Chicago je gesehen hatte. Kein anderer hatte einen Elefanten mit Stoßzähnen wie Elfenbeinbäume. Kein anderer Zirkus bot eine Tigerin, die nackte Frauen ganz verschlang und sie wieder ausspuckte. Kein anderer Zirkus rühmte sich mit Akrobaten, die ohne Netz, Drahtseil oder Trapez auftraten. Kein anderer hatte einen Zirkusfreak, der die körperliche Form, die ihn ausmachte, transzendierte und mit Leichtigkeit in ihren elektrischen Zustand überging und jedes Mal wieder auftauchte. Nicht alles war Spiel und Spaß unter dem Zirkuszelt. Tagsüber trat George als der einzige Kraftprotz der Welt auf, der einen Dickhäuter stemmen konnte. Nachts schuftete er als Hilfsarbeiter. Er schleppte Segeltücher, knüpfte Seile, schlug Pfähle in den Boden und musste die Peitsche des Aufsehers ertragen. Seine einzige Erleichterung war seine engagierte Konkubine, das sanfte Mädchen, das ihn umarmte. Peter Morris war ein Clown. Jetzt und für immer. Er hupte mit der Nase, ließ auf Kommando die Hose fallen, stolperte über seine eigenen Füße und bekam Torte ins Gesicht geschlagen. Oben mit Schlagsahne, unten mit Exkrementen. Niemand hatte viel Mitleid mit ihm. Ray? Nie wieder nahm sie Wäsche an oder ließ sich von jemandem als häuslich bezeichnen. Sie wurde Miss Veronica Cole, aber alle nannten sie Elektra, wie es sich gehörte.
Ihre Familie war durch den Nachlass von Rila Serta, der in den Ruhestand gegangen war, gut versorgt. Und sein Nachfolger, sein frisch gebackener Lehrling, Hall hatte jetzt alles, was die Welt zu bieten hatte. Und das alles für den Preis von Brot und Zirkuszelten.